was kann man, kennst du die Serie 24 mit Jack Bauer? Da kann man gucken, wie der 24-Stunden Terroristen jagt und sowas. Ne? Und wenn der eine Information weiß, also wenn er weiß, dass ein Terrorist hat ganz, weiß ganz genau, wo eine Bombe hochgeht, ne? Und 3,8 Millionen Leute sterben. Dann geht Jack Bauer zu dem hin und schießt ihm ins Knie und so. Und wenn er sagt, ja, du hast so Schmerzen im Knie, wenn er dann aber immer noch nicht sagt, wo die Bombe ist, dann sagt er, okay, wenn du mir nicht sagst, wo die Bombe ist, dann schieße ich dein Kind und deine Frau und so. Ne? Finden Sie sowas cool? Also kann man das so machen? Ich bin grundsätzlich gegen die Folter und zwar ohne Wenn und Aber. Auch und wenn derjenige ja, was weiß, wenn der ganz genau weiß, wo die Bombe ist. Ja, nur, also wenn es einen solchen Fall geben sollte, dann muss man das jeweils konkret entscheiden, möglicherweise auch was Falsches tun, also kann man um was Richtiges zu erreichen. Foltern. Aber nein, ich bin dagegen. Also man kann dagegen sein, aber man kann ausnahmsweise... Nee, man macht sich schuldig und macht sich strafbar dabei. Aber dann muss man also in Kauf nehmen, dass man danach dafür in den Knast kommt. Ne? Ob man in den Knast kommt, das kann man ja dann seinem Richter erzählen oder seinem Gericht und kann sagen, liebes Gericht, ich habe das nur getan, damit 10.000 Leute gerettet werden. Würden Sie so einen, würden Sie Jack Bauer verteidigen? Wenn er mir sagt, ich war da in einem ganz schwierigen Gewissenskonflikt und lieber Verteidiger, sorg mal dafür, dass dieser Gewissenskonflikt dem Gericht nahegebracht wird und dass sie da möglichst einsichtig sind und möglichst geringe Strafe geben oder vielleicht auch gar keine, dann können wir uns wahrscheinlich einigen. Also es kommt immer sehr darauf an. Ja, da gibt es nämlich einen interessanten Fall. Ich habe mal zusammen mit dem Uwe eine kleine Dokumentation gemacht. Und da habe ich zum Uwe im Spaß gesagt, geh doch mal da vorne zu dem Polizeiwagen und sag mal zu dem Polizisten, hey du Scheißbulle, hau ab hier. Da ist, glaube ich, noch ein Verfahren anhängig. Wäre das denn was, wo Sie sagen würden, ja, das passt zu meinem Messias-Image oder ist da... Ja, also ich mache nicht Strafverteidigung wegen Messias-Image, sondern das ist ja mein Beruf. Nein, aber diese Bullengeschichte ist auch eine ganz interessante. Ja. Ich habe nämlich für einen Mandanten mal durchgekämpft bis zum höchsten Berliner Gericht, dass man ein Polizeibeamten oder Polizeibeamte auch als Bullen bezeichnen darf. Das war nämlich so, die Gerichte wollten das erst nicht einsehen. Sie haben den Begriff sozusagen, dass man sagen darf? Nein, die wurden natürlich immer von allen möglichen Demonstranten und anderen immer als Bullen bezeichnet. Aber Sie haben gemacht, dass man es jetzt darf, ne? Ja, in Ausnahmefällen, nicht immer. Man muss da sehr vorsichtig sein. Welche Ausnahme wäre das? Und zwar deshalb, ich habe dem höchsten Berliner Gericht, dem Kammergericht gesagt, wissen Sie was, Herr Richter, die bezeichnen sich selber zuweilen als Bullen. Es gibt nämlich ein Bullenballett zum Beispiel bei der Polizei und es gibt einen Bullenorden, die da verliehen wird. Und wenn die sich selber als Bullen bezeichnen, dann kann es doch keine Beleidigung sein, wenn ein anderer das auch benutzt. Und das hat der Richter eingesehen. Der war so sauer, als er hörte, das stimmt, ne, dass es sowas gibt. Da hat er gesagt, also wenn ihr euch selber so bezeichnet, dann könnt ihr nicht anderen vorwerfen, dass die so eine Bezeichnung haben. Aber Roberto Blanco, ich habe ein Interview mit Roberto Blanco gesehen, das ist so ein Sänger. Ja. Und der hat mal erzählt, dass er im Spaß manchmal über sich selber Neger sagt, ne? Ein Witz. Und dass er es aber total ätzend findet, wenn das andere zu ihm sagen. Das wäre das Gleiche, oder? Ja, aber der sagt vielleicht das privat zu sich. Aber wenn jemand aus sich heraus ein Bullenballett macht, mit dem auch auftritt auf öffentlichen Veranstaltungen. Stimmt, also das hat Roberto Blanco nie Negerballett gemacht. Ja, so, das, ne? Trotzdem hat das Gericht dann gesagt, das muss ich jetzt all denen sagen, damit sie sich nachher nicht auf Ströbele berufen, hat gesagt, es kommt immer sehr auf die Situation an. Bevor ihr gleich anfangt zu kommentieren, guckt euch vorher nochmal das da an. Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist was völlig anderes, aber auch echt gut. Und das ist Abonnement. Da schicken wir euch dann kostenpflichtig die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeden Mittwoch zu.